ihm erwarten Sie in Wattenscheid noch reichlich Tore. Markus Feinbier, Neueinkauf von Alemannia Aachen mit seiner Heimpremiere. Sein zukünftiger Sturmpartner Sergei Diktia saß nach langwieriger Verletzungspause zunächst allerdings noch auf der Bank. Doch nicht der Aufstiegskandidat, sondern die Gäste aus Salmrohr in den roten Trikots hatten in der Anfangsphase die besseren Chancen. Der Schuss von Costa allerdings knapp über das Tor. Wattenscheids Trainer Jupp Tenhagen konnte mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Die erste wirklich gefährliche Aktion, ein Freistoß von Markus Feinbier, doch der traf nur den Pfosten. Gästecoach Rico Weigand hätte sicherlich auch mehr Druck von Seiten der Gastgeber erwartet, doch nur noch eine zeigenswerte Szene gab es in Halbzeit 1. Kempkens kann sich gut durchsetzen, doch Olaf Skok ist zu überrascht, um den Ball noch unter Kontrolle zu bringen. Nach dem Wechsel sollte Sergei Diktia für mehr Spielstärke im Angriff der Gastgeber sorgen. Und das rentierte sich schon in der 50. Minute, auch wenn es mehr der Zufall war, der den Wattenscheidern half. Zweimal scheiterte Diktia mit seinen Schussversuchen und irgendwie landet der Ball dann bei Olaf Skok und prallt von dort ins Tor. 1:0 für Wattenscheid. Weil die Salmrohrer trotz einer gelb-roten Karte für Heinzen danach verstärkt auf Offensive spielten, hatten die Gastgeber noch zahlreiche Konterchancen. Doch die wurden wie hier von Diktia allesamt vergeben. Es blieb beim 1:0. Heimpremiere für Markus Feinbier halbwegs gelungen. Nur auf ein Tor wartet er auch noch nach dem zweiten Spiel für den neuen Verein.